Wir sind auf der zweiten Seite und haben die oberste Linie, das ist das Thema zum Einer. Einer ist so, wir haben Bass und Snare, die sich abwechseln, starten wieder mit dem Hi-Hat rechts. Das sind also die Schläge miteinander, das Hi-Hat ist mit dem Bass zusammen, auch mit der Snare zusammen. Die meisten würden das im Viertel zählen. Für die, die die Noten hatten, ist es 1, 2, 3, 4. Das klingt dann so. 1, 2, 3, 4. Meistens wird es mittel bis schnell gespielt. Oder halt noch schneller. Ihr habt das Ganze wieder mit links im zweiten Takt. Ihr habt es mit rechts auf dem Reit. Jetzt mit links auf dem Reit. Ihr kommt auf die zweite Linie. Ihr habt im ersten Fall die linke Hand allein auf der Snare. Also vier Schläge. Jetzt kommt die rechte dazu und ihr habt den Weg, also den Pfad, Hi-Hat und die drei Toms. Somit habt ihr vier Schläge. Ihr spielt es zusammen, also unisono spielen. Und auch hier wieder gut hören, dass die Schläge zusammen sind. Es wäre von oben runter, die rechte ist die, die wandert, die rechte Hand. Das Gleiche, ich drehe jetzt um, die rechte Hand ist jetzt auf der Snare. Die linke Hand wandert. Und ihr verbindet es. Das ist der zweite Takt. Der dritte Takt ist wieder so, dass ihr von unten hochkommt. Die linke Hand auf der Snare. Die rechte wandert von unten nach oben. Ihr verbindet. Linke Hand bleibt. Und der letzte Takt ist klar, die rechte Hand bleibt. Die linke wandert von unten nach oben. Miteinander. Das ist der letzte Takt. Dann der Zweier, das Zweier-Thema. Das Zweier-Thema ist das, was ihr kennt, die allermeisten, das ist auch die meistverwendlichste Zählweise. Tönen tut es so. Ihr habt es auf dem Papier nur in Viertel geschrieben. Also zählt korrekterweise, wäre es 1, 2, 3, 4. Ich habe aber alles in Viertelnoten geschrieben, damit es universal einsetzbar ist. Egal auf welcher Stufe Noten sich der Schüler halt befindet. Also wenn jetzt jemand nur Viertel bis jetzt kennt, dann kann er es genau gleich spielen wie einer, der irgendwie, weiss doch auch nicht, 16. Triolen schon kennt. Spielt also keine Rolle. Darum arbeite ich mit den Gruppierungen. Im Normalfall würde er sie so zählen. 1 und 2 und 3 und 4 und. Spielerisch ist es aber genau das Gleiche, es kommt wirklich nur auf die Interpretation drauf an. Also, es ist normaler Achtel-Pop-Rock-Beat, geschrieben ist es aber in Viertel. Tempo kann sehr langsam sein. Bis Mittel, das ist das, was meistens so spielen, das gehört im Radio. Oder dann halt auch wieder schnell. Und so weiter. Jetzt spielt es dann auch wieder mit links. Spielt es mit rechts auf dem Reit. Spielt es mit links auf dem Reit. Und so weiter. Dann kommt wieder der Lauf. Ihr habt ja jetzt die vier Varianten gehabt. Rechts Hi-Hat, links Hi-Hat, rechts Reit und links Reit. Jetzt kommt wieder mit rechts geführt oben runter. Das heisst zwei Schläge pro Trommel. Oben runter, zuerst langsam. Dann mittel. Dann schnell. Das ist easy. Dann mit links kommen wir wieder rauf. Langsam, dann mittel. Und schnell. Das wäre das Thema zum Zweier.